Über Mineralien. Ab und zu würde die Wiki mal gut stehen. Also, oder ein Erfahrungswert. Ja. Aber. Hier, Lumi, schenk dir was zum Frühstück. Igitt, geh mal fort. Frühstück, Igitt. Aber da nicht jetzt. Nee, ich kann noch nichts aus Fischen kochen. Gebackener Fisch, da brauchen wir aber ein bisschen. Miau. Miau. Brauchen Gotteslachs, eine Brasse und Weizenmehl. Neutral. Blumenkohl und Käse, Ei und Milch. Einfach nur ein Ei, kann ich ein Spiegelei machen. Ich kann doch gar nicht in die Milch. Fisch, Seetang, Reis, Weizenmehl. Was kann ich noch so herstellen? Rotkohl haben wir nicht, Essig. Ich könnte eine Gemüsepfanne machen. Radieschensalat. Öl und Essig. Kartoffelpuffer. Wir haben noch gar nichts. Rot. Der Baum da unten nervt, der kommt weg. Welcher Baum? Der Baum. Welcher Baum? Der unten. Wow. Mann, der unten halt, Ben. Wow. 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 Hallo Ben, ich würde meine Kühe gerne einen speziellen Leckerbissen gönnen. Sie sind so gute Mädchen und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amaranth bringen? Sie lieben das Zeug. Danke. Marni. Aber habe ich das nur bekommen, weil ich jetzt das schon Amaranth... Ja, habe ich auch gerade angenommen. Achso. Wer kauft mir jetzt das Hilo heute? Ich mach das gleich auf dem Weg. Okay. Ich hol Eisen. Das brauche ich. 60, wenn du noch mitkommen willst. Das brauche ich. Nee, ich muss mal unsere Saat anpflanzen. Okay, dann mach das. Irgendjemand muss das ja machen. Kupfer. Oh, das klingt wieder so, als würde das nie jemand machen. Ja, ich bin ja auch noch die ganze Zeit Saat anpflanzen. Stimmt gar nicht, ich habe auch schon Saat angepflanzt. Wir haben auch noch wilde Saat, die ich jetzt auch noch mit anpflanze, ja. Nee, oh, wir haben keinen Dünger mehr. Ich muss ja jetzt wieder Dünger holen, damit wir wieder anpflanzen können. Das macht keinen Spaß. Wolltest du nicht in die Mine gehen? Ja, wollte ich, aber ich kann ja nicht, weil ich noch Saatgut habe und weil ich Bäume hacken muss, um Saatgut anzupflanzen. Arme Benny, wer ist da? Ja, oder wir nehmen halt den Geschwind-Dingens und pfeifen auf die Goldsachen. Warum haben wir das nicht von Anfang an gemacht? Ich will nur, dass irgendein Dünger drunter ist. Gar kein Dünger ist Verschwendung. Ach, welcher Quatsch. Ist mir egal. Ich habe meine goldenen Abzeichen im Gemeinschaftshaus auch ohne Dünger da verdient. Also. Mein Wasser ist alle. Mehr Geld und alles. Machen wir jetzt den Geschwinddünger? Ja, bin ich gleich dabei. Ich habe hier oben, muss ich noch gießen, wenn ich schon drüber laufe. Okay, dann hacke ich hier unten schon mal. Hacke. Oh, ey, diese scheiß Fackeln. Nee, heute bist du aber ein bisschen zickig drauf, Mensch. Ich will Schokolade. Ich hab dich nicht mal geärgert und gesagt, ich hätte Schokolade, ja? Besuch den Freund, wenn du Schokolade willst. Was hat denn das mit einem Freund zu tun? Ja, achso, ich wollte es den Dünger machen, bevor immer Schokolade da. Ich weggehe. Ja, ich brauche dafür... Dann werde ich wieder fett, das nützt mir auch nichts. Dein Freund liebt dich doch so, wie er ist. Ja, wie du bist, wie er nee, ist. Wir haben kein Eichenharz, ich kann es nicht machen. Bräuchte ein Eichenharz dafür. Wir haben nur Kiefernteer. Kein Eichenharz. Okay. Ich gehe in den Wald. Kann den Superdünger nicht machen. So. Ja, ob mein Freund mich wie ich bin, ist doch vollkommen wurscht, wenn ich mich nicht wohlfühle. Nee, jetzt kommen uns nicht so, ja? Ja, nicht mit Logik. So. Nee, nicht mit Frauenlogik. Das ist tatsächlich normale Logik und nicht nur Frauenlogik. Und davon abgesehen, dass ich tatsächlich ja auch nicht abnehme, um gut auszusehen. Das tue ich ja auch so. Oh, noch mehr Kiefernteer. Bäume sind nachgewachsen. Du willst abnehmen, um was? Ich will abnehmen, um fit zu sein. Du willst? Du hast gerade noch vor uns gesagt, du nimmst ab. Ich bin ja auch dabei. Ich nehme mal ein paar Sachen von den Kiefern weg. Weil ich seit einer Woche wieder Hardcore-Sport mache und Hardcore-Kalorien zähle und zugenommen habe. Das macht ja auch keinen Spaß, Kalorien zählen. Ja, das so mache ich sowieso schon das ganze Jahr über, aber... So ein Quark, Kalorien zählen, als ob das was... So, Hofgebäude errichten. Wo ist denn das Silo? Ich mein Geld zähle, das verdammt, ich habe die Steine vergessen. Ich habe seit Februar 15 Kilo abgenommen mit Kalorien zählen. Ich kann dir eine Stelle bei uns auf Arbeit vermitteln, da läufst du jeden Tag an die 60 Kilometer. Ist das was? Kriegst du gar nicht 60 Geld, Kilometer schaffst du am ich Tag bin gar pleite, nicht. Aber nicht verzweifelt.
Was schaffst du am Tag, Benni? 60 Kilometer schaffst du am Tag nicht, wenn du läufst. Ja, wir rennen schon. Auf Arbeit, irgendwie musst du die Dose ja schaffen. Lass den armen Felix doch mal seine Übertreibungen ausspielen. Also gehen ist 5 km/h pro Stunde und das wären dann 30 Stunden. Das geht irgendwie nicht. So, 18. Ja komm, und 18. Nebenbei... Ach, Redu. Ich hab die Steine vergessen. Nebenbei trägst du noch loser, also die ganze Zeit nur laufen ist es ja Uni. Läuft man eigentlich schneller auf den Wegen? Das wäre doch mal was Sinnvolles. Ob ich dachte, dass man durch die Wege besser durchkommt. Also man läuft über die Wege läuft man besser. Du kannst dann zum Beispiel einfach mal durch so ein bisschen Gras laufen. Geht gerade nicht. Hast du jetzt das Silo beauftragt? Ich hab die Steine vergessen zum dritten Mal. Ich hab dir nicht zugehört. Jetzt das Ding gleich. Wow. Was ganz was Neues. Sag mir mal, wo das Silo hin soll, bevor ich jetzt da rumstehe und dann nicht weiß, wo es hin soll. Das wiederum habe ich dir vorhin schon gesagt. Möglichst weit nach oben. Möglichst weit links? Nee, unterhalb des Schreins am besten. Nein, möglichst so, dass dieser blöde Turm nicht irgendwie unser Feld verdeckt. Das nervt mich. An den Schrein oben hin. Alles klar, zur Katze. Wenn da jemand die Fackel wegmacht, mache ich das zur Katze hin. Da hat die Katze schön... Ich bin gerade in der Sauna. Ich muss mich wir haben übrigens wieder Melone. Melone. Wir haben wieder Honig. Also ich kann jetzt runterlaufen, aber das dauert einen Moment. Ich bin einfach in der Mine. Ich kann. Also ich würde sagen, dass da oben bei der Katze ist das Beste. Dann beste halt Platz. Aber da ist eine Fackel im Weg. Eine einzelne. Dann nimm die Fackel. Aber wenn du 2 Minuten wartest, bin ich da. Ja, ich habe ja sonst nichts zu tun. Ich guck mir halt den Wind an und wieder die Honig vor sich hin blubbert. Wie lange hat Robin offen? 16 Uhr, alle. Das ist, glaube ich, egal, wenn ich schon ausgewählt habe. Ich bin ja schon in der Ansicht. Aber es wäre trotzdem cool, wenn irgendwann jemand mich daraus befreit, in dieser komischen Ansicht rumzudümpeln. Jetzt hör mal auf rumzuweinen, also ich will jetzt einfach erfahren. Kann schon mal gucken, was ihr sonst so gemacht habt. Was musste ich jetzt noch machen? Okay. Da, wo die Katze ist. Bei der Katze, die Fackel muss weg. Ah ja. Dann packe ich das da dort neben. Sehr schön. So, dass die Katze mit da noch durchkommt. Wo geht denn die Fackel nicht weg? Ah, jetzt geht's. Da. Sehr schön. Perfekt. Ja, da bin ich gerade im Geistermodus darüber schwebt. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an einem neuen Hofgebäude-Silo zu arbeiten. So, jetzt kann ich noch kurz was abgeben. Das habe ich nämlich hier aufgesammelt von dem Sammelquatsch. Vielleicht finde ich also morgen gehe ich definitiv in die Mine. Habe ich alles gepflanzt, was ich habe, und dann kann mich die Welt mal an meinem schönen heute früher Hoppe. Schlafen gehen. Ist der rund oder ist der platt vom Sitzen? Ich liege. Ich sitze nicht. Also ist er rund. Okay. Hallo, hast du auf deinem Hof alles, was du brauchst? Ich glaube schon. Eine Göttin sitzt nicht. Sie liegt. Also weiß ich nicht. Sagen, das sie schwebt, aber okay. Sie liegt im Olymp. Oh, ist das nervig, ey. Das Kampfsystem ist echt. Das stimmt. Toll. Das, was Lumi da gerade macht, ist ziemlich nervig. Bitte was? Ich räuchere mich selbst ein bisschen. Lasst mich, wenn ihr es schon nicht macht. Bündel sammeln Herbst. Wir brauchen noch. Komm her. Wildpflaume und Brombeeren. Die wir noch abgeben beim Bündeln sammeln Herbst. Die Brombeeren kommen auch irgendwann zu so einer Zeit wie die. Oh nee, ich habe welche gefunden. Ich nehme es zurück. Ich dachte, die kommen auch zu einer bestimmten Zeit, aber das. Die kommen. Sind doch einfach zufällig im Herbst. Das ist so ein Sammelding halt. Ja, aber ich dachte, die hängen doch auch irgendwann an Büschen. So wie die Lachsbeeren. Nee. Doch. Ja, was hängen an Büschen? Die Brombeeren. Nein. Sag ich auch. Nein. Es gibt nur die Lachsbeeren, die an Büschen hängen, meines Wissens. Oh shit, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Gesucht Schleimjäger zum Erlegen von 6 roten Schleimen in den tiefen Lavahöhlen der örtlichen Mine. Glaube nicht, dass ich das machen werde. Aber habe ich mal angenommen. Mache ich auch so, erstmal annehmen. Dann 750 Gold, ne? Was? Also Lumi, geh mal lieber das zum Annehmen vielleicht, wenn du morgen die Mine willst. Das wären 750 Gold bei mir. Ja, mache ich nachher. Ich mache jetzt erstmal die Anpflanzen Sachen fertig. Bist du nicht fertig? Nein, ich habe immer noch 12 Samen und nicht genug Dünger. Wie oft denn noch? Haha, Samen. Was sind daran so lustig? Zweideutigkeit for the win. Jetzt hätte ich fast 600 Steine verkauft. Ja, ich habe alles in Zweideutigkeit.
Mein Leben ist zweideutig. Er hat ein Alles in Zweideutigkeit. Alles klar. Hey, komm. Natürlich. Du brauchst dich gar nicht so hervorzustechen. Ja, du hast für uns auch hier. Wie war das? Eine, seine? Keine? Gefrorene Träne. Zweifel immer bla. Bla ist immer gut. Bla, balla, balla. Wo ich das letzte gesagt habe, die Werkstudentin gesagt, die bei mir mitfährt, so. Das Wort habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Es ist nicht mehr in. Es trendet nicht. Ja, dann. Es ist nicht viral, sagst du. Dann muss man halt mal wieder Trend setzen. Wieso haben wir eigentlich hier nichts? Warum läuft hier nichts? Schweinerei. So, jetzt habe ich endlich genug Dünger für meine letzten Samen. Und dann nehme ich den scheiß Auftrag an. Und morgen seht ihr mich nicht mehr auf dieser verdammten Farm. Jetzt habe ich genug getan. Dann habe ich genug Geld, um den Lamborghini zu holen, endlich zu verschwinden. Richtig. Ups. Dann könnt ihr alle selber gucken, was ihr mit eurem scheiß Dünger macht oder ob ihr noch was anpflanzen wollt. Ich mache nichts mehr. So. Nichts. Ich baue nichts. Ich baue auch keinen Zaun. Wir könnten übrigens mal einen Zaun bauen, by the way. Ja, das wollte ich eigentlich noch machen. Deswegen bin ich ja eigentlich gerade auf der Suche nach Eisen. Aber ich habe echt verdammt wenig Glück mit Eisen hier. Wo kann ich denn? Eisen ist ein Sporenelement. Eisenzaun, ein Eisenbahn. Ja, dafür kriegst du aber 5 Zäune. Steht dort nicht. Und wir haben genau ein Eisenbahn. Ah, ich krieg 10 Zäune sogar daraus. Ja, doch gesagt. Nee, du hast 5 gesagt. Ja, ich pack die in die Baumaterialien, ich hab schon mal 10 hergestellt. Jo, geil. Ich hab gerade versucht mit der Holzspitzhacke einen Stein zu zerschlagen. Was ist bei mir? Ja, oder? Oh, danke Seafunk für den Host. Tada, bist du auch gehostet. Ja, von jemandem, den ich gar nicht kenne. Ja. Tatsächlich habe ich das auch mal gemacht, so Leute einfach mal reingeguckt, ob die lustig oder ob die cool drauf sind und dann gehostet. Also, was ist ein Hosten? Überraschend nett. Wenn du jemand auf deinem Twitch-Kanal einfach sozusagen die Leute dahin schickst, also du bewirbst ihn einfach. Achso. Da steht dann da, dass du ihn hostest. Und wenn man auf deinen Kanal klickt, kommt dann auch eindeutig die Einblendung und der Livestream direkt von dem anderen. Ja, das ist ja witzig. Hatte ich jetzt auch noch nicht bisher. Also dann hallo an alle, die mit rübergekommen sind. Wisst ihr, wir kriegen zwar bei Stardew Valley keine Zuschauer, aber Hosts. Ja, warum? Ja, da kommen alle von den Hosts rüber und denken sich, was ist das für eine Scheiße und hauen wieder ab. Und dann kriegt er noch weniger Zuschauer und die Follower schalten wieder ab. Unter null geht nicht. Das ist das Gute. Unter null geht halt nicht. Hallo Rudi. Und ja, danke schön. Bei Jodel wirst du da erstmal für mindestens eine Woche gebannt. Ich hab das von Mani, habe ich gar nicht gelesen. Was hat einer letztens, die haben bei Jodel unterstützt, dass in Jodel sehr explizit angeguckt wird. Jodel. Und da war das eine Frau, die hat von einem Mann, weil ihr kalt war, einen Sakko bekommen. Dann hat der Mann so gesagt, ja, gib mir das Sakko irgendwann wieder und ich habe eine Visitenkarte von mir in den Sakko gesteckt. Aber gegen den Wind laufen hat wirklich langsamer, oder? Ach nee, ich bin hier unten. Mhm. Ja. Ich war nicht ganz auf dem Weg. Beziehungsweise dir auch noch einen schönen Abend. Wenn du jetzt nicht gehst. Ganz auf also den Weg. Um zu gehen quasi. Oder mich zu hosten. Gekommen, um zu bleiben. Wie ein perfekter Fleck. Komm, um zu bleiben. Wie ein perfekter Fleck. Oder war das so perfekter Fleck? Ich glaube, es war erst der Fleck. Das war erst der Fleck und dann, wir gehen nicht mehr weg. Ich wollte den Zaun herstellen, aber ich kann den nicht herstellen, weil wir kein Eisen haben. Gell? Also ich kann eigentlich jetzt gerade gar nichts sagen, machen. Ich habe den Zaun doch gerade schon hergestellt. Das ist eigentlich gar nichts. Das passt alles zusammen. Das habe ich so nicht gesagt. Kann man einen Amethyst einschmelzen, wie Quarz? Nein. Oh. Genau, den kannst du nicht einschmelzen. Kannst keinen Amethyst machen. Doch, klar kann ich Eisenerz einschmelzen, ist auch ein Mineral. Ja, Eisenerz, aber kein Mineral. Quarz ist auch ein Mineral. Hast du Sardinen reingelegt? Oh, wir haben eins, Leute, wir haben eins. In einer von der hellblauen Truhe. Wir haben eins. Wofür brauchen wir jetzt Sardinen? Wie alle in ihre Häuser geht, der Felix steht draußen, ganz verlassen. Ja, und kostet wieder 80 Gold. Ach, wir haben es erst in Ohr. Schild mal eure Base. Base Drop! Das klang eher so wie, keine Ahnung, irgendwie Militärmarsch und einer ist hingefallen oder so. Irgendjemand von euch ist noch nicht im Bett. Das ist ja, Felix. Dann Felix haben wir auf den Base zu droppen und gehen ins Bett. Nicht zu mir! Zack. Ihr könnt alle zu mir kommen, ich habe 2 Seiten, ja. Ich habe ein Doppelbett. 2 Seiten lang, aber nicht für 3 Leute. Ich gehe nicht in die Liebesritze. In die Kuddelritze.
Zu deinem Bassdrop wurde ich gerade gefragt, wer da in seinem Mikrofon gepupst hat. Felix! Der Felix war's. Bob Felix vor allen Dingen, sehr gut. Den Bob musst du dir eigentlich vorstellen, wie bei Fortnite, dass er einer hier die Arme beugen und den Kopf tut und die andere in den Himmel rennt. Leben vom Land. Willkommen bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Es ist Brombeerzeit. Die Büsche des ganzen Landes strotzen nur so vor reifen Früchten. Geh einfach nach draußen und sieh selbst. Ja, die sind nie ja. So, und morgen wird es den ganzen Tag regnen, sagt's mir. So, wer kann hier Zäune bauen? Ich soll das Eisen mal hier reinhauen. Wir müssen es erstmal einschmelzen, oder? Hört ihr mich jetzt eigentlich gerade? Ja. Verdammt. Wobei mit meinem Push-to-Mute-Button, nicht Push-to-Talk. Auf der Numpad, weil da war es bei mir auch. Ups, ich hab letztens drüber geredet, dass ich ihn irgendwo hingelegt habe. Hey, ich hab dieses Ding irgendwo in einem Schrank gefunden. Dachte, du könntest was damit anfangen. Energietonikum. Ich hab von Pam das Energietonikum bekommen. Schick. Einstellungen, damit ich mich gegebenenfalls mal ausblende, aber Benni, ich hab kein Fortnite und ich schließe mich an. Ich mag auch kein Fortnite. Ja, nee, es geht nicht ums Mögen, aber ihr kennt doch alle diese Geste. Nein. Nein. Ey, komm, ich spiel okay Fortnite, aber ich kenne die Geste. Hier unten ist übrigens was reif. Ich wollte eigentlich... Dann sammel das doch. Ihr habt doch die Sammelsachen noch nicht. Ich wollte die Herbstruhe eigentlich unten haben, bis wir weg sind vom Herbst und dann nach oben. Ja. Geh weg. Was für eine Herbstruhe? Senfkohl. Wollten die irgendjemand Senfkohl haben? Ja. So, ich bin mal ganz kurz. Habe ich aber nicht mehr. Und bin dann gleich wieder da. Die Aufgabe habe ich nicht mehr für Senfkohl. Also bis gleich. Ist er schon wieder weg? Felix ist auf Klo irgendwie schon wieder oder AFK. Schokoladenkuchen in unsere. Weil ich den nicht wusste, wo sonst hin und ich brauche ihn nicht, weil ich gehe nicht in die Mine. Achso, ich wollte ja in die Mine. Ich muss jetzt mal wirklich in die Mine gehen, sonst gehe ich nie in die Mine. Warum habe ich nie? Ich habe hier noch jede Menge Scheiß, ich lege das jetzt alles hier ab. Ich habe jetzt keine Lust mehr. So. Nee, das wollte ich da. Das lege ich aber nicht ab, das nehme ich mit. Weintrauben sind das. Ja, nee, passt, läuft. Wo hast du die Brombeeren? Hast du jetzt abgegeben schon? Nee. Nee. Soll ich das machen? Keine Ahnung. Dann gebe ich sie jetzt ab. Nö, nee, musst du nicht. Ich wollte nur wissen, ob du es abgegeben hast. Nee, ist okay, ich gebe die ab. Ich kann es ja auf dem Weg machen. Wollt's nur was wissen. Passiert, wenn ich Alt und F4 drücke? Dann müssen wir den Tag neu anfangen. So ein hinterlistiger Chat bei mir. Du kennst nicht Alt F4? Was ist denn bei dir kaputt? Ich brauche Brombeeren, falls es nicht zu viel Arbeit ist, Evelyn. Komm, die brauche ich wahrscheinlich auch, oder? Aber nee, wo sind Linus braucht Goldbarren. Ja, Linus Goldbarren, alles klar. Falls es nicht zu viel Arbeit ist. Der Obdachlose, der da vor der Mine campt, braucht einen Goldbarren, alles klar. Was zur Hölle? Im Dings gibt's noch einen Goldbarren, aber ja. Oh, also hast du mein Gesuch gesehen? Die Notizen. Brombeeren. Sieht perfekt aus. Hier sind das für deine Mühen. Brombeeren gibt's noch. Ich hab noch welche. Ich hab gerade schon eine Brombeere gefunden, die hab ich übergenommen. So. Ja, super. Alles gut. Abigail, ich muss Abigail noch mein Geschenk machen heute. Abby, wo bist du? Da bist du. So, ich geh jetzt ab in die Mine. Abby, bitteschön. Du hast Abby What? Also manchmal geht man ins Geschenk, da kommt direkt, du hast bereits ein Geschenk gemacht. Das ist irgendwie komisch. Soll ich jetzt eigentlich noch was kaufen, irgendwie? Also ich habe jetzt alles gesät, was ich habe an Saatgut. Amaranth und Feen auch, ja? Alles. Wenn du jetzt noch irgendwas... additional, wir haben unten noch Platz. Also wir haben auch noch Sprengkörper, du kannst ruhig noch was sehen. Soll ich mal was kaufen? Hier Reis, Öl und Essig oder so zum Herstellen von Sachen? Nö, nicht unbedingt. Also wir könnten mal ein Sushi herstellen. Katalog? Bringt dir unlimitierten Zugriff auf alle Tapeten und Böden bequem von deinem Haus aus? Warum wollte ich jetzt eigentlich unbedingt in die Mine? Ich habe doch gar nichts dazu tun. Weiß ich nicht. Aber du wolltest Eisen holen. Eisen. Wir brauchen Eisen, okay. Warum wollte ich unbedingt die Mine? Mir macht die Mine eigentlich echt am meisten Spaß, aber wir sind ja noch nicht in der Wüste und hier gibt es ja eigentlich jetzt nicht mehr so viel zu tun. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, in der Wüste gibt es eine neue Mine. Okay.
Das hab ich aber ganz am Anfang schon gespoilert. Das hast du nur vielleicht nicht gehört. Nee, das kam bei. Also, wir haben viel durcheinander gequatscht. Das kann einfach bei mir nicht angekommen sein. Interessiert dich doch eh nicht. Du magst die Mine doch ohnehin nicht. Ich wollte nur, hab jetzt festgestellt, dass es eine Wüste eine Mine gibt. Eine Mine eine Wüste. Soll ich jetzt noch was dazu sagen? Nee. Oder soll ich es einfach dabei belassen? Einfach dabei belassen. Okay. Dann stelle ich alles, was ich. Ich habe eine Tigerforelle gefangen. Tigerforelle? Ein Flussfisch, wahrscheinlich Herbstflussfisch. Genau, es gibt jetzt neue Fische, weil wir Herbst haben. Und es wäre auch cool, wenn du hin und wieder in den Wald fischst, weil da gibt es auch nochmal spezielle Fische, die wir, glaube ich. Mach ich dann gleich. Fisch, du Sau. Bin schon dabei. Da brauche ich aber mehr Käferfleisch. Das wäre cool, wenn du mir das auch mitbringen kannst. Ja, dann gehe ich jetzt gleich zurück vom Eisen zum. Ein Lachs! Weil Käferfleisch gibt es hier unten nicht. Ja, ich weiß, das gibt es nur da, wo es die komischen Fliegen gibt. Na, dann gehe ich gleich nochmal hoch. Ja, ich glaube ab 20 oder so ist ganz gut, oder um 20 rum. Ja, ja. Also irgendwie schlägt die. Felix, hör auf, den Müll zu durchwühlen, ich höre es genau. Wie eklig. Ich müsste jetzt spoilern, aber das lasse ich lieber. Nee, hör mal auf mit Spoilern. Du willst ja nicht, dass ich spoiler, aber. Ja, will ich nicht. Vollkommen richtig. Können wir auch gleich direkt alles erzählen, was noch kommt, dann hören wir auf. Das ist auch gut. Ich weiß ja gar nicht alles, was noch kommt. Aber wir können ja in der Wiki nachlesen, das schafft er schon. Nee, aber ich habe ja schon damals. So, wie viel kostet denn eigentlich so ein Tierchen? Aber, Tiere kaufen. Wir können nur eine Milchkuh kaufen für 1500. Andere Sachen können wir gar nicht kaufen, weil wir keinen fassenden Stall haben. Desto weiter du den Stall arbeitest, desto mehr Tiere kannst du holen. Kaufen eine Milchkuh. Soll ich die jetzt schon kaufen? Ja, natürlich, ja. Warum denn nicht? Aber dann muss ich auch Heu kaufen, weil wir haben noch kein Dingens. Das kannst du sammeln, wenn du es mit der Sense erntest. Aber wir haben noch keinen und dann brauche ich auch ein Heizgerät und einen Melkkübel. Benni. Erstmal, ja, du brauchst erstmal einen Melkkübel, aber das Heu können wir erstmal so händisch farmen, auch ohne Silo, wenn du diese Sense nimmst. Ah, stimmt, ja, das geht. Aber das haben wir doch immer gemacht und wir haben nichts bekommen. Ja. Erst, wenn man schon einen Stall hat. Also, aber einen Melkkübel muss ich trotzdem dazu kaufen und ein Heizgerät, oder? Ja. Ein Heizgerät brauchst du für den Winter, ja, das ist. Ja, dann mache ich aber gleich alles. Dann kostet, dann wäre es genau die 4500, würde ich dann ausgeben insgesamt. Mach ruhig. Nein! Was jetzt? Fucking Uhrzeit! Jetzt habe ich einen Melkkübel und ein Heizgerät gekauft, aber keine Kuh. Naja, mein Gott, was soll ich? Oh, du Held! Ich gebe jetzt ein paar Materialien, Erze und. Ach nee, Erze nee, aber Mineralien wieder ab, weil. Verdammter Uhrzeit. Held, bist du. Ja, das ist die Uhrzeit. Die hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wusste nicht, dass ich 16 Uhr halt schon dich verpieselt, die Dame. Oh, das wird zu weit. Ich muss Haley beeindrucken. Warum? Willst du die heiraten? Ja, hat er doch schon dreimal, fünfmal, sechsmal gesagt. Ja, stimmt, weil er das letzte Mal Abigail hatte. Weil er im Singleplayer Abigail schon hat. Ich war auch schon sehr, sehr entsetzt darüber, dass er Haley heiraten will, weil die so doof ist. Ja, und? Heirate doch mal eine Frau mit Verstand und nicht eine, die blond ist. Abigail habe ich doch schon letztens. Ja. Da. Aber wer ist denn eigentlich? Gibt es noch eine andere Frau, die man heiraten kann? Ist mal wirklich ernsthaft? Außer du kannst Haley. Auch die mit den. Scheiße, ich habe die Sonnenblumen nicht mit. An Emily kannst du noch, oder? Die grünhaarige. Ich dachte auch die grünhaarige, ja. Nee, die blauhaarige. Die grünhaarige ist die Frau von dem Supermarkt. Ja, aber Emily ist, glaube ich, sogar die blauhaarige. Ich glaube, ich habe es gerade falsch verknüpft. Nee, warte mal, also Abigail ist die mit den lilanen Haaren. Genau, hey, und Emily ist doch die abends im. Die Blauhaarige, die abends im Pub genau, aushält. Genau, die da arbeitet, die kannst du auch heiraten. Genau, die meinte ich. Ah ja, okay. Aber ich habe die Haarfarbe falsch zu. Also, wenn du ein Mineral schenkst, da kommt so. Das ist ein dummes Geschenk. Also, Mineralien sind kein Schwanz. Diamanten will die wahrscheinlich. Wir haben noch ein paar Diamanten. Nein. Aber so Amethysten und sowas nicht? Abigail ist die mit den Amethysten. Ja, Amethysten ist Abigail ganz scharf drauf, weil lila. Die ist auf Sonnenblumen scharf, weil sie halt blonde Haare hat. Ah, von Sonne. Also redet ja auch ständig immer über die Sonne. Ja, das macht eben. Irgendwie Sinn. Ich überlege aber jetzt auch gerade die ganze Zeit, ob es noch weiter. Kannst du nicht auch, nicht Robin, sondern die unten, die Lea, die da irgendwie ihr Künstleratelier hat? Stimmt, die könnte auch noch, ja. Wahrscheinlich. Die Lea ist doch auch ganz cool.
Ja, Lea finde ich cool. Die darf gern jemand von euch heiraten. Da hat er meinen Segen. Hayley finde ich dumm. Die will ich nicht auf meiner Farm. Aber ich werde es halt akzeptieren. Die Hayley will auch nicht auf die Farm, mit Sicherheit. Was? Wer ist Lea? Lea ist die Künstlerin. Die unten hockt. Die unterhalb von dem Viehverkauf ihr Häuschen hat. Ja. Unterhalb vom Viehverkauf, das ist doch bloß der Hütchenladen. Nein, nicht so weit unten. Die ist wirklich direkt auf der gleichen drunter. Auf der gleichen Map unten drunter. Südlich davon. Okay. Oh, ich habe meinen letzten Köder verbraucht. Ja, sehr gut. Ich bring dir neue. Bin schon dabei. Also ich habe jetzt gerade jede Menge geangelt und ein paar Schätze dabei, aber aus den Schätzen kam nichts raus. Ich gehe jetzt nochmal da hinten hingucken, was man letztens freigemacht hat, ob ich da noch ein bisschen was angeln kann. Man kann ja auch ohne Köder angeln, dauert ein bisschen länger. Ich habe 5 neue Eisenbahnen, ihr könntet dann langsam mal anfangen. Ich kann den Zaun nämlich nicht bauen. Hä, wieso nicht? Weil ich die Rezepte nicht habe. Baumlöffel nicht, genau. Die Schokoladentoße sieht echt aus wie ein Kackhaufen. Ich habe einen Pfifferling gefunden. Schön. Ich meine, ich aufhören, über Essen zu reden. Ihr foltert mich hier. Warum? Pfifferling ist ja. What? Man kann die. Wenn man die angreift mit dem Schwert, macht man die kaputt. Vom Pfifferling hatte ich ja fast meine Pilzvergiftung letzte Woche. Also so viel Hunger auf Pfifferling habe ich dann doch nicht. Hä? Ach, Inventar ist voll. Wow. Ja, wir bräuchten alle mal, wenn wir Geld haben, irgendwie einen größeren Rucksack. Ich sortiere nämlich auch schon die ganze Zeit aus. Und das nervt. Ja, dann gehe ich in die Mine, in die tieferen Ebenen und hol mal ein bisschen Geld raus. Während ich für den lieben Ben sein Krebsfleisch, Insektenfleisch da besorge. Ich gehe mal ein bisschen das Stroh holen. Warum liegt ihr eigentlich Stroh rum? Aber passt auf, wenn ihr das Stroh erntet, dass ihr immer so ein paar Büschel übrig lasst, weil dann brauchen wir nichts Neues. Das hat Mumi vorhin schon gesagt. Was machen? Holt Grasbündel noch aus dem Shop. Die pflanzen wir dort bei der. Wenn wir das einzäunen, pflanzen wir das, bevor wir die Kuh rauslassen, dann hat die auch was zu fressen. Die frisst es aber weg, meines Wissens. Das frisst sie auch weg, aber dann wird sie schneller glücklich und gibt bessere Milch. Man kriegt das Stroh nur, wenn wirklich ein Silo gebaut ist. Oh, ich freue mich auf die Kuh. Auf die Kuh und so schon Amethysten gefunden, hab schon wieder keinen Platz mehr. Was schmeißen wir dann jetzt weg? Welche Ebene? Okay, das ist kein besonderer Fisch. Holz kannst du wegschmeißen. Ich bin 26. Holz kannst du wegschmeißen. Ich hab Karpfen gefunden. Wow. Was hast du noch im Inventar? Harz kannst du weghauen. Schleim. Ich hau Steine weg. Steine habe ich auch gerade weggeworfen, 6 Stück. So, und jetzt reicht's, jetzt komme ich auch wieder hoch. Aber Steine brauchst du zum Bauen. Ich würde eher Schleim weghauen. Besondere Sachen. Überhaupt nicht. Jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich den Stein weggehauen. Also so viele besondere Sachen gibt es hier nicht. Hier gibt es einfach nur Karpfen bei mir. Hier gibt ganz viele komische Larven und Ekelzeug. Oh. Ekelzeug ist doch super. Da kann man einen Köder draus machen. Ja, deswegen. Ich mache die jetzt gerade noch fertig und dann komme ich hoch. Wofür braucht ihr den ganzen Fisch hier? In der Fischtruhe ist Haufen Fisch dran, in dem wir... Brauchen wir bestimmt irgendwann. Nein. Heb verschiedene Sorten auf. Wir schmeißen keine Fische weg, die wir nur einmal haben. Zum Beispiel brauchen wir überhaupt nicht mehr. Wirklich. Was? Für Quests vielleicht. Für Quests? Du lässt gefälligst von jedem Fisch einen da. Soweit das kommst du, dass du unsere Fische verkaufst. Es gehört Fisch. Aber zu den Fischvarianten. Ich lasse immer 6 drinne, okay? Von jeder Sorte. Ja, ne, aber wir haben zum Beispiel goldenes Zeug. Das kann man zwar essen, also es bringt mehr Energie, ne? Aber im Prinzip reicht das normale Zeug. Irgendjemand hat Mais nicht geerntet heute ein. So lange du es jetzt gemacht hast, so gut. Ich habe ja auch gesagt, ich mache heute nichts. Ich gehe in die Mine. Hm. Ich hole mal kurz noch. Oh Gott. Hast du gerade Sonnenblumen weg? Ja. Warum? Die brauche ich für... Dann hol... Ach nee, ich kann sie nicht ausholen. Hat sie nicht gegossen, gell? Ja, es hat keiner gegossen. Ich dachte, ihr macht das, weil ich groß rumgetönt hat. Ich gehe in die Mine. Ja, das habe ich nicht realisiert. Ich habe halt geangelt den ganzen Tag, ne? Noch meinen Rappel mit euch, ich muss ins Bett. Ja, 1:40 Uhr bin auch auf dem Weg. Tschüss. Felix, so ist es Bettchenzeit. So. Doofenszeit.
Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Tag und dann ist für heute wieder gut. Ich krieg nämlich Hunger. Oh Gott, sagen, du hast ja eh schon überzogen hier. Oh, ich hab's noch reingeschafft, yes! Ja, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich früh aufstehen will oder ob ich warten will bis 0 Uhr und eventuell Forza spielen. Ja! Fischen Stufe 6. Ich weiß nicht, ob es 0 Uhr anfängt, das ist so ein bisschen das Problem. Die haben nur gesagt, 4 Tage eher. Am 28. irgendwann. Hast du schon runterladen können? Ja, vorladen konnte ich es schon, ja. Wie vorladen? Was wie, hä? Forza Horizon 4 kommt raus. Oh ja, stimmt.